Hi Leute, hier ist Crofter M von The All Game 2012 und heute mal mit einem neuen Let's Play Projekt, und zwar Landwirtschaftssimulator. Ja, wir starten gleich mal. Machen wir mal einfach auf der Standard Map. Ja, dieses Let's Play Projekt wird ziemlich lange gehen, weil es ja ein sehr langwieriges Spiel ist. Landwirtschaftssimulator. Und ja, dann fangen wir mal an. Wenn es dann spielt. So, und dann geht's auch schon los. Wenn es dann geladen ist, beziehungsweise in der Stadt so. Wir sind jetzt im Spiel mit drinne und ihr seht, wer dieses Spiel noch nicht kennt, steht vor einem Haus. Das Ganze ist euer Haus. Und ja, willkommen. Dies hier, da wird nur ein Folgen-Situation mit links. Und so ein Stück, um sich etwas hochzuholen. Das sind die weitere Linie. Seht ihr schon einen Tankwitter, den wir im Einsatz haben? Seid ihr auf unserer Lage, was die bedeutet, dass wir immer gewesen haben? Sehr klar. So, er hat wichtige Hinweise für lalalala. Felderkauf, Feldaktion, große Nachbarn, alles steht da drin. Das ist aber auch Geld. PDA, ein Maschinenhändler. Worauf brauche ich was? Zack, zack, zack. Das würde ich öffnen. Und wir holen jetzt mal das Anhänger und dann brauchen wir das mit abwerfen können. Wir sind auch noch bei der Bank verschuldet, die ihr jetzt gleich seht. Und jetzt die ganze Bank. Das ist die ganze Bank. Das war die falsche. Jetzt seht ihr, wir haben einen Kredit von 50.000 aufgenommen. Ja, mein PC hat gerade so gehangen, deshalb musste ich jetzt kurz einmal aufnehmen. Ich werde das Dampf schneiden. So, wir nehmen uns für den Trecker hier. Wir können uns das Geld zurückzahlen. Ich habe es hier beim Laptop. So, wir fahren ran. Hängen den an und fahren aufs Feld. Na, lass mal. So, wir fahren jetzt zum Feld und lassen den mal jetzt hier stehen. Z. Ich habe übrigens die Mod drin, dass da dem Zündung und Motor starten. Das ist sehr sinnvoll, weil so laufen nicht die Maschinen dauerhaft, wenn man sich reinsetzt. Und wenn man drin sitzen will, kann man die Zündung zum Beispiel, das kann man machen. Das machen wir mal E. Zurück in Tempo 2 und dann fährt er von alleine. Ja, ernten Weizen. Ja, jetzt kommen wir zum BDA. Das ist eine Karte, die man neu vergrößern kann. Ich kann weitermachen, dann kommt die Wettervorhersage. Dann kommt die Preise, kann man noch weiter blättern. Handhandel, alles was große Nachfragen. Dann kann man die Finanzen beobachten. Und dann kann man die Statistik, wie viel was drin ist. Und kannst du machen. So. Und es hängt gerade ein bisschen. So, jetzt. V.
War ein bisschen schief, aber naja. Wenn ich mal ein bisschen gucke in meinem PDA, werde ich jetzt mal gucken. Statistiken. Wir haben 3 Minuten schon gespielt. Wow, waren die 3 Minuten. Also nicht viel, 3 Minuten. Und mein Tank ist gleich leer. Ist voll. Kau und machen wir gleich mal leer. Mit O macht ihr übrigens das Rohr ausfahren. Weil die es nicht wissen. Funken gerade ab. Ja. So, der Tank ist leer. Wir stellen jetzt mal einen Helfer ein, weil ich keinen Bock habe, das an Zeit zu machen. So, währenddessen. Ja, jetzt kommt Skype, wir machen kurz auf. So, und jetzt haben gerade meine anderen Kollegen angerufen und die jetzt mit im Skype-Gespräch drin. Also, ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber. Erstmal weiterspielen. Ja, was kann ich dazu noch sagen zum Spiel? Erstmal weitermachen. So, was kostet gerade die Preise für Reifen? An der Gaststätte oder am Güterbahnhof? Wie gut. So. Ja, am Hafen sind sie auch sehr gut. Und in der Mühle sind sie auch so gut. Okay, dann fahr ich zur Mühle. So, anscheinend haben sie gerade aufgelegt, aber ich weiß nicht genau. Dann machen wir jetzt mal den Weizentank voll von unserer Mühle, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Beziehungsweise den Gerste. Weil. Ne, wir machen Raps hat gerade richtig guten Lauf. Oh, an der Gaststätte kriege ich dafür viel. Fahre ich lieber zur Gaststätte mit dem vollen Tag. Dings. Würde ich empfehlen, fahrt erst ab 2.5 los oder ab 2.4? Ab der Rest lohnt sich nämlich nicht. So, Raps. Ich brauche auch mal ein bisschen Geld. So, muss ich wieder kurz mal pausieren. Aber gleich wieder da. So, es geht weiter. So, wie ihr seht, ist der Hänger gleich voll. Er ist voll. Und ich zeige euch jetzt mal, wo die Brauerei ist. Oder wo müssen wir hin? Zum, mal im PDI. Wir mussten hin zur Gaststätte. Da fahren wir am besten ja außen rum. Kriegen wir nämlich ordentlich viel Taster und dann kann man ein bisschen bessere Maschinen kaufen. Und ja, dann geht's los. Unterdessen könnte ich mal zu dem Mähdrescher hinschauen. Der ist bestimmt fertig. So, jetzt haben wir den Helfer entlassen, damit der uns nicht ums Geld abzieht. Ist ja auch nicht gerade sinnvoll. So, auf geht's zum Dings. Wir fahren jetzt zur Mühle. Nicht zur Mühle, zur Gaststätte. Ja, wir fahren jetzt dieses mittelalterliche Städtchen oder Dörfchen. Sieht auch an den Häusern, dass alles Fachwerkshäuser sind. Und die Straße ist auch alles gepflastert. Aber nicht gerade alles eben. So, überall Baumgerüste davor. Hinten seht ihr jetzt ein Berg. Und die schöne Landschaft. Könnt ihr einfach genießen.
So, jetzt geht er rein in die BGA. Da. Jetzt ist das Wasser. Da könntet ihr auch eures Getreide alles hinbringen. Müsst ihr aber nicht. Das kriegt ihr nur Gülle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr Gülle braucht, habt keine Tiere, könnt ihr da hinten Gülle abholen, wenn ihr es eingepackt habt, das eingeliefert habt. So, auf geht's zur Gaststätte, damit ich da ein bisschen Geld verdiene. Und wenn ihr Fragen habt, welche Mods, dann schreibt sie in die Kommentare. Und dann beantworte ich sie euch. Über ein Abo würde ich mich von euch freuen. Das würde der ganze Kanal sich drüber freuen. Und dann fahren wir zur Gaststätte. Da hinten ist sie übrigens schon. Sieht zwar aus wie so ein kleines Schloss, aber naja. Das ist eine Geschmackssache. So. Da ist der Golfplatz. Und man das meist leer. Und jetzt steigen wir uns jetzt immer unser Kontostand. So, wir machen jetzt gleich wieder den Kredit ein bisschen runter. Damit wir nicht so viel zurückzahlen müssen. Wir kommen auch mal Zinsen drauf. So, jetzt haben wir noch 25.000 drauf. Ist auch ganz gut so. So. Dann fahren wir mal Richtung Hof. Und gucken mal, was wir noch drin haben. Es gibt noch so große Preise. Ja, einfach nur Raps. So. Nein, wir machen jetzt keinen Auftrag. Die Preise sind wieder hoch. Statistiken. So und so und so. Weizenlager. Da kann man noch eine Fuhre wegfahren, weil so viel ist noch drin, dass wir noch eine machen können. Weil ihr seht ja 10.000 drin, 10.522 und mit anderen sind 60.000 drin, also das heißt, wir können noch eine und eine halbe wegmachen. Von daher sollte das gehen. So, ihr seht jetzt von innen den Anhänger. Das hängt mal wieder, jetzt hängt sie mal. Und ich würde sagen, dann mache ich auch das beende ich hier den Part 1 und dann sehen wir uns auf den Part 2. Bis dann, tschüss.